Ja, hallo Leute, heute zeige ich euch die 12 coolsten Shortcuts in Lightroom. Fangen wir an. Wir befinden uns hier in Lightroom 5 im Grid View. Das ist die Bibliothek. Ach, machen wir aus 12 einfach 13 coole Shortcuts. Ihr kommt in den Grid View mit G. Da wir im Grid View sind, bringt uns das jetzt nichts. Aber in den in das Entwicklungsmodul von Lightroom kommt ihr zum Beispiel mit D wie Develop. Und wenn ihr wieder zurück wollt, drückt ihr G wie Grid View. Also drücke ich D wie Develop. So, und jetzt habe ich hier ein schönes Foto. Und ich möchte natürlich nicht das Originalfoto bearbeiten, sondern eine Instanz davon, eine weitere Kopie. Und dazu drücke ich auf dem Mac Command T oder auf dem PC Ctrl T. Zack. Und schon wird eine virtuelle Kopie meines Fotos erstellt. Das ist jetzt hier für das Tutorial total sinnig, aber für euch auch. Also ich mache es manchmal so, ich mache von einem Foto manchmal mehrere Versionen. Andere Schnitte oder vielleicht möchte ich eine Farb- und eine Schwarz-Weiß-Version machen. In dem Fall mache ich das für meine Brautpaare relativ häufig, dass ich beide Versionen erstelle. Also eine Schwarz-Weiß- und eine Farbversion. Also drücke ich Command T und habe einfach eine zweite Version. So, jetzt möchte ich mit der Bearbeitung von neuen beginnen. Möglicherweise, weil ich eine andere Bearbeitung machen möchte, schwarz-weiß, oder es gefällt mir nicht. Und dazu drücke ich Command-Shift oder Control-Shift auf dem PC und dazu R, wie Reset. Und dann wird das ganze Bild zurückgesetzt und wie wir sehen, sehen wir das schöne, flache RAW aus der Kamera. So, jetzt möchte ich als erstes einen anderen Schnitt wählen und dazu drücke ich R für das Crop Tool und kann dann hier einfach mit meiner Maus so ein bisschen schieben. So, das gefällt mir eigentlich schon so ganz gut. Jetzt möchte ich als nächstes einen Verlaufsfilter setzen, in dem Fall für das Foto nicht, aber ich möchte euch einfach den Shortcut dafür nennen und das ist, na, ich war jetzt ein bisschen zu schnell, das ist M. So, dann wird aus meinem Pfeil ein Kreuz und dann ist der Verlaufsfilter aktiviert. Ja. So, und wenn man den gerade, also 90 Grad ziehen will, dann drückt man Shift, bewegt den kurz und schon bleibt der auf 90 Grad horizontal oder wenn man es ein bisschen verschieben, wenn man die Maus ein bisschen verschiebt, vertikal. So, finde ich super praktisch, wenn man Shift hält. Zack, und schon habe ich meinen Verlaufsfilter. Möglicherweise will ich jetzt hier so ein bisschen die Klarheit rausnehmen, um einfach den Effekt von dem Tilt-Shift-Objektiv noch so ein bisschen zu verstärken. Gehen wir mal davon aus, dass ich das jetzt machen würde. So, das war's. Habe ich meinen Verlaufsfilter mit dem Buchstaben M gesetzt. Kommen wir zu dem Pinsel. Also ich benutze den Pinsel relativ häufig, um irgendwas abzudunkeln, aufzuhellen oder einfach mal irgendwas zu sättigen. Das machen wir jetzt mal. Ich mache mal die Sättigung auf 100%. Sag, ich will jetzt mal hier meine Bäume so ein bisschen grüner haben. So. Also mit K könnt ihr den Pinsel aktivieren. Ich mache das Bild mal ein bisschen heller, dann sieht man es auch auf dem Video besser. Also K für Pinsel. Total einfach. Und jetzt möchte ich gerne was wegstempeln, weil mir irgendwas nicht gefällt. Und dann nehme ich Q. Und jetzt stempel ich den Kopf weg. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Sieht super aus. Können wir so lassen. Klasse, die beiden. Und als nächstes, der nächste Shortcut wäre J. Und J zeigt euch das Clipping an. Das bedeutet, ich mache das mal hier wieder weg. So. Ja, egal. So, machen wir es wieder weg. Jetzt sehen die beiden auch wieder herzlich aus. J zeigt das Clipping an. Und zwar, ich drehe das Bild jetzt mal bewusst zu hell und halte J und dann sehe ich, an welcher Stelle das Bild ausgebrannt ist, also wo keine Bildinformation mehr ist. Das ist unheimlich wichtig, wenn man in den Druck will. Dann sieht es mal ein bisschen seltsam aus, wenn an der Stelle, also besonders auf dem Kleid, die Details total ausgebrannt sind. Das gleiche gilt auch für die Tiefen, also die Lichter werden hier in Rot angezeigt und die Tiefen gleich in Blau. Und das zeige ich euch jetzt mal. Da. An dort
An dieser Stelle sind keine Bildinformationen mehr zu sehen. Ja, also drehe ich es mal ein bisschen höher wieder, die auf normal, zack, und dann bin ich glücklich. Also, J für Clipping. So, und wenn ihr euch mal vertan habt, dann gibt es in Lightroom, und möglicherweise kennt ihr das auch schon, die Rückgängig-Funktion, die gibt es eigentlich in jeder Software und die ist standardmäßig, also Command-Z oder Control-Z auf dem PC. Zack, und schon geht es wieder rückgängig, falls ich mich mal vertan habe. So, jetzt mache ich mal hier kurz eine Schnellbearbeitung von meinem Foto. Ein bisschen was, ein Lichter, ein bisschen Kontrast. So, Lichter ein bisschen runter. Super. Und mache Folgendes. Ich möchte mir das Bild gerne vorher nachher angucken. Ja? So ungefähr gefällt es mir. Und dazu drücke ich Y. Damit kann ich die beiden Bilder vergleichen. Und jetzt zeige ich euch noch einen coolen Trick. Wenn euch die Ansicht jetzt zu klein ist, dann drückt ihr Tab. Und dann verschwinden rechts die Panels in Lightroom und ihr habt genug Platz, um euch die Bilder cool anzugucken. Ja, so. Gehen wir mal wieder zurück mit Tab und Y für die Vergleichsansicht. Vorher und nachher. So, und jetzt gibt es noch eine andere Vergleichsansicht. Also in dem Fall vergleicht man die vorher und nachher, also die unbearbeitete und die bearbeitete Version. In dem Fall vergleicht er hier die letzte bearbeitete und die neue bearbeitete. Und die letzte bearbeitete gefällt mir natürlich besser. Ihr könnt aber auch zwei Bilder miteinander vergleichen. Und zwar markiert ihr die hier unten in dem Strip und drückt C wie Compare. Ich drücke jetzt auch mal wieder Tab, um eine größere Ansicht zu haben. Und dann könnt ihr hier die Auswahl zwischen zwei Bildern, falls ihr euch nicht sicher seid, also bei Gruppenfotos oder irgendwelchen anderen Sachen, oder verschiedenen Landschaftsaufnahmen, dann könnt ihr hier direkt die Bewertung vergeben, also die Fähnchen hier, ob akzeptiert oder nicht akzeptiert und auch eine Sternebewertung, wenn ihr damit arbeitet, also C wie Compare. Ja, und das war's. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und ich hoffe auch, dass vielleicht nur ein paar Shortcuts dabei waren, die ihr noch nicht kennt und ihr somit ein bisschen zügiger in Lightroom arbeiten könnt. Also, wenn euch das Video gefällt, drückt unten auf Like und wenn ihr meinen Channel noch nicht abonniert habt, dann drückt auf Abonnieren. Ich bin mir sicher, es werden in Zukunft noch viele, viele kleine Videos und hilfreiche Tipps hinzukommen und ich freue mich, euch dann wiederzusehen. Also, ich sehe euch ja nicht, aber ihr seht mich. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Macht's gut, euer André.